Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome Total War ergänzt mit dem lieben Tobi als Seleukiden und mir, dem lieben Jake mit Sparta. Der Tobi hat letztes Mal eine Drohung ausgesprochen, er würde gleich mit seiner Fullstick-Armee vor Sparta stehen. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Ich glaube, tue ich es aber noch nicht. Ja, ich auch nicht. Genau. Dementsprechend aber geht es bei mir jetzt auch gleich los. Und mein Agent wurde entdeckt. Und ein Charakter ist vom Militärkommando zurück. Ein gutes Omen in den Sparta. So, okay, meine Feind, wo ist meine Agentenfrau? Wie kann ich euch dienlich sein? Tschüss. Ich bewege mich unbemerkt. Du läufst jetzt mal darüber. Leisen Schrittes. Gut, und dann Baktrien wurde vernichtet. Und in Makedonien habe ich immer noch besorgte Bevölkerung. Aber das wird schon. Ja, aber positiv eingestellt. Ja, genau. Das außerdem. Also Epidamnos steht gerade ein bisschen alleine da. Ja, hab ich gehört. Tut's auch. Ist nur die Frage, warte, was passiert, wenn ich jetzt... Ich gehe aber mal aus dem Waldmarsch raus. Was passiert, wenn ich da rausgehe? Habe ich immer noch plus 2, aber was passiert, wenn ich die Grenze verlasse? Aber ich komme bis nach Epidamnos rüber. Nee, also wenn du aus der Stadt draußen bist, ist genau dasselbe, wie wenn du gar nicht da bist. Ach so, okay. Na dann. Probieren wir es aus. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Ja, das ist zwar ein sehr schöner Angriff, aber... Soll ich spielen? Das ist egal, wenn du jetzt spielen drückst, oder? Weil ich gesagt habe, dass automatisch mache. Okay. Demnach kannst du gerne auf Spielen drücken, weil am Ende... Ich will spielen! Das ist nix. So. Oh, das wäre halt auch wieder 3000 Dinge, aber ich will mir jetzt nicht unnötig viel Stress machen. Aber mein Basileus ist aufgestiegen. Yay! So. Ja, der wird irgendwie in den Dingskämpfen ganz schön mitgenommen. Immer. Dein General? Ja, und manche von meinen Pikinieren haben jetzt Grundmoral 100. Oder 102 Läuft. Sogar schon. Ja, meine spartanischen Hopliten, teilweise mit 116. Hm. Haut sich, haut sich. So. Ja, krass, der Römer hat jetzt Iada. Was ist Iada? Das ist, das... Also, über Epidamnus kommt Delminium und darüber ist Iada. Okay. Tobi, du hast übrigens gelogen. Was denn? Ich habe in Pella jetzt plus minus null... weil meine Armee weg ist. Ach, hat dein General so eine Aura? Das kann gut sein, ja. Dass mein General irgendwelche Boni da drauf hat. Ja, der hat, ja, hat er. Okay, na dann. So, das brauche ich hier überhaupt nicht. Und den... Ja gut, das macht Nahrung und Nahrung kann ich gut gebrauchen, wenn ich die Armee vergrößern will. Also hau raus. Die Frage ist dann nur, ob das sich mit öffentlicher Ordnung ausgeht. Aber das funktioniert schon irgendwie.
So, ich wollte außerdem... Genau. Genau. Wir hungern nach einer Schlacht. Hä, was seid ihr denn? Euch kenne ich ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Einheit, die du nur da rekrutieren kannst, schätze ich jetzt mal. So. Wie viel habe ich da immer in den anderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah. Okay. Zuerst mal stellst du dich da rein. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shit, das geht nicht mehr. Egal. Mein gesamtes Vermögen ausgegeben. Können wir noch irgendwas Neues hier? Nee. Wie kommst du jetzt da drauf? Naja. Was ich bei den Barbaren total praktisch finde und bei den Spartanern ein bisschen schade dementsprechend, aber halt irgendwie auch verständlich so gesehen, weil das halt einfach von der Kultur her so war. Mhm. Bei den Barbaren können ja auch die Frauen Generäle werden. Ja. Das ist halt ultra praktisch, weil dadurch hast du halt einfach die doppelte Anzahl an Kandidaten. Mhm. Ja, also es gibt sehr wenige Provinzen oder Fraktionen, die das können, ja. Finde ich auch cool. Also, ja, dass Frauen da auch Generalen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. LOL! Was denn? Ich kann 6 Einheiten in einer Runde rekrutieren. Mhm. Sparta! This is Sparta! Ja, so. Aber echt so. Vor allem jetzt schon, also... Ja, und ich habe 5 Städte. 6. Ich habe ja Epidamnus eingenommen. Ja, aber trotzdem. Mhm. Not bad. So, dann. Hau rein, Ready. Bursche. Oder warte, ich guck kurz. Gibt's irgendwas, was ich noch unbedingt tun möchte? Die regenerieren jetzt fertig. Makedonien, ah ja genau, sind negativ, verbessern sich gerade auch nicht. Illyrien, habe ich jetzt angekratzt. Ah, da oben, ja da. Das war eine von den Städten, die ich eigentlich gebraucht hätte. Mhm. Ja gut, mir egal. Hauptsache ich krieg Segestia. Im Zweifelsfall muss ich Rom halt doch angreifen oder Rom erklärt mir sowieso auf. Bitte ja, der End eines, ist, ja. Ding den Krieg. Ja, der End, das kann sehr gut sein. Dass Rom jetzt noch mir den Krieg erklärt, das glaube ich ja. Auch, dass es noch gut sein kann. Das wäre jetzt irgendwie nicht ganz untypisch, würde ich sagen mal sagen. Mhm. So, und dann, ich muss jetzt dann aber glaube ich echt mal ein bisschen... Naja gut, ich forsche ja schon die ganze Zeit, aber... Das, warte, apropos forschen, was genau tue ich gerade erforschen? Rinderfarm. Okay. Bin ich hier? Oha. Hm? Okay. Das könnte ich tatsächlich dann stattdessen machen, weil das wäre eigentlich praktisch und wichtig. Okay.
mal ein bisschen gucken, so einfach wegen Forschungen und so. Mhm. Marschiert rum gerade dahin, wo ich eigentlich hin will? Nee. Okay. Nehmt diesen Zuschuss an. Nö. Ich bleib beim Krieg. Tut mir leid. Ah, Pergamon. Unsere gemeinsamen Feinde werden vor jetzt wollen sie Bündnis aber ein militärisches Bündnis. Mit eurer krass. Und kein Schutzbündnis. Ließen das sorry, dude. Und Syrakus baut erstmal. Ah, nee, die sind jetzt mit zwei Armeen in Budings da. Also vielleicht, wenn ich Glück habe, es beschäftigen die Rom und ich. Und die haben gar keine Zeit dafür. Ich glaube, jetzt wurde aber Pergamon vernichtet. Aber irgendwer kreucht da um Segestia rum. Irgendein Barbarenstamm. Okay. Ah nee, es sind Sklaven. So, also, Baubericht, Quartierung, Satrapie erschaffen, Parthien hat Aria eingenommen, okay, interessant. Echt jetzt? Ja, wirklich. Oha. Ganz wirklich. So, ganz ohne Scheiß. So richtig ohne Scheiß. Ui, ja, also man, also ich nehme jetzt Alexandria ein und man sieht noch nicht mal einen gelben Streifen. Noch nicht mal einen roten Streifen, meine ich. Ich glaube, ich, ja. Das ist natürlich Neues. Mhm. Also automatisch, ne? Ach so, ja, ja, sorry. So. Muss noch akzeptieren. Genau. So. Und dann haben wir's. Die Hansel von drüben haben endlich was drüben gemacht. Haben endlich mal irgendwas auf die Kette gegeben. Oh ja. Auf die Kenne. So. Ah. Und in Memphis, also in der Stadt gleich da drunter, ist eine Fullstack-Armee von Kusch. Das wird interessant. So. Du. Ah, aber dir gebe ich jetzt nichts mehr, weil du bist ja nicht von mir, leider. So, plus 9, plus 1. Du, doppelte Geschwindigkeit, du gehst hier hin. Mhm. So. Ja, wobei, das können wir auch machen. Dann natürlich mehr Nahrung. Nahrung ist gut. Nahrung ist gut, okay. Nahrung ist wichtig. Nahrung ist wunderbar. Warte, hier brauche ich mehr Forschungsrate, das geht mir gerade viel zu langsam. Hier brauche ich mal auch um in Forschungsrate. Die muss man ja pushen. Push, push. Push, push. Genau, und jetzt, warte. Ich scoute mal für dich. Oi, okay. Also, der Minium, also die Stadt über Epidamnus, wird gerade von der Fullstagger-Armee von Rom angegriffen, belagert. Über Epidamnus? Genau. Na, ich will weiter rauf da. Das ist gleich über dir. Ja, ich seh's. Ja. Ich seh nur die Belagerungsmaschinen. Ja, das ist Legio 1, die da... bisschen Stress macht.
Okay, ich schaue es mir gleich selber an. Jo. So, gut. Also, warte, der geht zur Nordsee weiter. Hey. Gut. Mag mich eigentlich noch jemand hier? Minus 10, minus 14. Minus 20. Gibt es eine direkte Grenze zwischen Delminium und Segestia? Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, warte, ich schau gleich. Dass ihr sinnvoll und ehr... Ich glaube schon, oder? Ich war gerade im Handel. Warte, wo? Oder? Hier. Zwischen Segestia und... Oder? Nee, da musst du überall auf. Entweder du kommst von Singidunum nach Segestia oder über Yada. Ja, genau, ja. Also so oder so. Also du könntest noch über Navissos rübergehen. Okay. Ja, das Ding ist, ich müsste halt dann unter Umständen über Navissos auch noch, was jetzt auch nicht das Problem wäre, weil dann würde ich noch dieses komische Blei oder was ist. Kriegen. Genau, ja, das ist. Allerdings würde ich halt noch einen Krieg mit einer Fraktion, die gar nicht so klein ist. Ja, die ist in Asien auch noch. Ja, genau. Aber auch nur noch nur mit einer Stadt, also. So heftig ist die auch nicht. Ich grüße euch. Wie ist euer Handelsabkommen? Yay, mögen die. Super. Ich nehme. Okay, die anderen wollen nicht. Dann würde ich sagen. Ja, 500 Erste bekommt nichts. Tut mir leid. Gut. Wir sind schon wieder fertig. Also, mit. Oh, ouch. Mit meiner Runde, also jetzt bist du dran. So. Ja, ein Kavallerieding. Ein Kind ist geboren. Yay! Bakrylides. Bakrylides. Einfach mal auf die Tastatur gerotzt. So. Anscheinend kein so gutes Kind. Ich erwarte eure Befehle. Sehr gut, kulturelle Konvertierung, haufenweise Piken. Zu euren Dienst. Und wieder neues Geld. Oh, nice. Was im Endeffekt... bedeutet. Wo sind sie? So. Gut, dann gucken wir doch mal weiter, wie denn das ausschaut. Mit ihr wollte ich... Schaffst du es bis dahin? Nö, schaffst du es irgendwie hier rum so? Nee, was schaffst du eigentlich? Schaffst du das? Nö. Oh, doch, Rom steht leider in Segestia im Weg da. Echt? Okay. Ja. Also wenn es echt blöd läuft, dann muss ich doch gegen Rom vorgehen. Hätte ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Hm. So. Wie geht's dir? Dir geht's toll. Ah, okay. So, dann bauen wir mal wieder einen wunderschönen Tempel des Ares. Wollen ja schließlich Infanterie-Rekruten pushen. Yeah. Weißt du, nochmal plus 5% Moral der Einheit bei Rekrutierung? Alter. Ich überlege gerade, wie viele solche Tempel habe ich eigentlich? So, ich habe in Makedonien jetzt dann einen davon. Ich habe in Hellas einen davon auf Stufe 3.
also plus 10 Moral bei der Rekrutierung. Und ich sag mal so, ich werde mit der Armee nur noch im Dreierpack unterwegs sein. Was? Nur noch im Dreierpack, ja? Ja. Wahrscheinlich nicht ganz unsinnvoll. So, hier schaue ich schön für die Nahrungs... Obwohl, nee, warte, das ist blöd wegen öffentlicher Ordnung, oder? Ja gut, der macht ein bisschen öffentliche Ordnung. Dann mache ich lieber den da. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So. Außerdem kommt dann ein bisschen mehr Garnison, glaube ich, auch rein. Mhm. So. Das so. Sieht doch vielversprechend aus. Dann gucke ich mir jetzt noch einmal kurz wieder mein... mein Sohnemann, glaube ich, dass es ist. So. So, Aeson ist General, aber ich brauche in der Region, wo er sich aufhält, keine kulturelle Konvertierung. Was ist eigentlich mit dir, Helenus? Wo bist du? Witzig, ein Helene, der Helenus heißt. Will er sich hinlegen? Nein, nein, nicht Helenus, sondern Helen, wie hellenisch tatsächlich. Okay. Na gut. Also ich weiß nicht, ob der Witz, ob ich zu blöd war, um den jetzt zu verstehen, oder ob es gar nicht so witzig war tatsächlich. Nee, ist, ja, alles gut, alles gut. Der ist ja erst 25. Ich bin beeindruckt. So, ja, du bist schon wieder dran. Meine Runden werden trotz allem nicht wirklich viel länger bis jetzt. Meine aber gerade auch nicht. Also, weil jetzt ist gerade, ja, mehr oder weniger große Schlachten sind fertig. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Ja, nee, aber ich unterstütze euch nicht, ne? Obwohl es eigentlich ganz cool gewesen wäre, ihn zu pushen gegen dich, aber ich will ja auch was vom Kuchen abhaben. Ich weiß echt nicht, was Syrakus da macht. Also der. Ich auch nicht. Ich bin gerade zunehmend gespannt. Mhm. Auch wenn ich langsam so dieses blöde Gefühl habe, dass sie jetzt wieder... Du solltest was? Dass sie nach Apollonia wieder rüberschippert. Ach so. Hm. Könnte durchaus sein. Ja, warum sie dafür erst nach Rom reinmarschieren, check ich nicht. Oder sie wollen Rom von der See aus angreifen mit Landeinheiten. Na, nee, also, das, ja, wobei, das könnte schon sein, auch wenn es sehr dumm wäre. Ja. Es ist ein PC. Mir ist das mal aus Versehen passiert und dann habe ich meine komplette Full-Stack-Landarmee in einer Seeschlacht verloren. Ja. Weil die halt gegen Seekampfstreitkräfte nicht wirklich viel ausrichten. Nee, die stupst du einmal an und die gehen unter. So. Mal alles Richtung Ägypten. Und du schnabulierst mal hier. Entschuldigung. Ich schnabuliere mal meine inzwischen. Ich tu das. Warte, Axum bekommt auch. Ja, stumpfe Worte hier. Stumpfe Worte bedeutet Krieg. Wenn du so ein großes Land beleidigst, dann. Ja. Gibt's aufs Maul! Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Das ist wahr. So, ein bisschen... Nasen-OP mit dem Schwertknauf. Nasen-OP mit der Schrotflinte. Mhm. Ah ja, ich freue mich auf den dritten Teil. Wir müssen das halt irgendwann auch mal weiterspielen hier, Borderlands. Das ist ja schon echt ein bisschen
peinlich. Das ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, glaube ich. Ja. Okay. Forschungsrate. Ja, komm. Gönn dir. Der braucht es nicht. Aber was mache ich jetzt mit der Spionin bei dir? Ich kann mal schauen, wie es bei Singidumnum bla bla aussieht. Warte mal. Mache ich gleich mal. Ah, das wird auch belagert. Von den Geten. Alter. Aber die Skorodiska, also denen gehört Singidumnum und Delminum. Beide Städte werden gerade belagert. Die Armen. Die können einen echt leid tun. So. Und Delminium von Rom, schätze ich mal. Genau, Delminium von Rom und Singidunum von Kelten. Könnte ich Rom angreifen? Von da aus? Weißt du, während die das belagern, dass ich Rom angreife, weil die kann ich ja nicht angreifen. Ich glaube schon, ja. Also die Belagerungsstreitkräfte vor der Stadt quasi? Die könntest du angreifen, aber also die Armee ist nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Hm? Also Hastati sind nicht so gut, Rorari auch nicht so. Aber, ja, meine Einheiten sind ja aber auch nicht ganz schlecht. Ja. Ja, aber könntest du durchaus machen, ja. Die Frage ist nur, ob der dann von Brundisium, also von Rom quasi rüber nach Apollonia schlägt. Ja, genau. Schubert. Aber ich glaube, da würde ich vorher... ich glaube, ich würde, bevor ich das mache, würde ich auch Pella, meinen General, abziehen, nach Apollonia rüberschicken. Aber Galatien ist ja mit dir im Krieg auch. Ja, und? Ach so. Ja, also nur falls... Ja, wir haben bis jetzt nicht einen Finger krumm gemacht, um zu mir rüberzukommen. Und die nächste Stadt, die zu mir haben, ist Pergamon. Wenn sie mit einer Landeinheit rumkommen, dann müssen sie erst über irgendeine Stelle, über irgendeine Hafenstadt gehen, was dann, ja, die sie gerade nicht besitzen. Ah, also doch, Rhodos. An sich könnten sie... Nee, Rhodos gehört Rhodos. Aber sie könnten über die Landzunge da... Ja, genau, da müssten sie einmal komplett darüber, müssten an Nicomedia vorbei, was dann ja, glaube ich, nachdem das nicht der ihre Verbündeten sind, ein Kriegsverbrechen wäre. Ja, es sei denn, sie haben militärische... Also, was sie aber, glaube ich, nicht haben. Ich glaube, die haben keine militärischen Verbündeten. Nee, nicht Verbündeten, sondern sie haben die Erlaubnis, da mit der Armee durchzugehen. Ach so, militärischer Zugang, meinst du? Ja, Zugang, genau, ja. Haben sie, glaube ich, auch nicht. Aber hast du da ein Scout-Schiff? Also kannst du sehen, wenn der rüberkommt? Ich habe gar keine Schiffe zurzeit. Okay. Aber ich sehe, weil ich handle mit Athenia. Okay, alles klar. Heißt, ich sehe, wenn er rüberkommt. Okay, alles klar. Gut, dann batsch den Römer. Zuerst müsstest du mir dafür den Zug überlassen. Hm? Du bist noch dran. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass du dran bist. Oh Gott, tut mir leid. Ich mache die ganze Zeit gar nichts, außer dir zuzusehen. Oh Mann. Kriegerische Prioritäten. Wupsi. Was ein starker... Ein starker Infanteriearm ist immer eine gute Idee, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Minus 25% Rekrutierungskosten für Infanterie-Rekruten. Läuft. Gekauft. Kann ich euch behilflich sein? Und sie wurde einfach schon wieder entdeckt. Mädchen, was ist denn falsch bei dir? Naja, so ein pinkes Kleid fällt halt auf. Unfassbar. Ne? Wahrscheinlich findest du sie gerade die ganze Zeit nicht der Gegner, von dem ich eigentlich glaube, dass sie findet. Hab keine Ahnung, wo dein... Du hast sie aber vorhin dann scheinbar irgendwann mal gesehen, weil sonst... Ja, das war in der letzten Aufnahmesession. Ah. So, warte, ich gucke jetzt mal kurz.
Kommandant. Ah, nee, es lohnt sich tatsächlich. Ich tue jetzt alle Dinge, die ich zwar rekrutiert habe, aber noch nicht bekommen habe, alle Einheiten, tue ich jetzt nochmal raus. Und tue sie jetzt, weil ich ja jetzt dieses Ding von wegen Dings hab, nochmal neu rekrutieren. Spare ich mir fast 200 Gold pro spartanischen Hoplit. Und das ist auf 6 Stück eine ganz schöne Menge. Ja. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Jo. Okay. Auf diese Weise konnte ich noch ein Gebäude ausbauen. So, und was mit dir ist eigentlich? Kannst du... Du kommst nicht in einem Zug darüber. Außer ich setze dich in Gewaltmarsch, was jetzt auch nicht das Problem wäre. Ist nur die Frage, ob das nötig ist. Ich schalte aber mal eben kurz noch wegen was anderem. Und zwar... Erforsche ich, glaube ich, lieber dieses militärische Gebäude, weil da die königliche Kaserne mit included ist. Und es dauert so... Und Tempel des Ares... Enaialios. Also Tempel des Ares Stufe 4. Heißt mit anderen Worten 15% ja, Moralboost bei der Rekrutierung. Oh Mann, ich hätte von Anfang an dir kommen müssen und dich in keinem ersticken sollen. Oh Mann. Genau, das dauert aber sowieso 20 Runden. Ja, okay, dann habe ich noch 20 Runden, um zu dir zu kommen. Ja, und selbst dann muss ich aber, gilt es ja nur für Einheiten, die ich dann neu rekrutiere. Ach so, okay. Also bei der Rekrutierung ist ja nicht 20% Einheiten, Moralboost für alle Einheiten, sondern bei der Rekrutierung. Okay. Wenigstens. Ist nicht so, dass meine spartanischen Hopliten nicht teilweise trotzdem schon über 100 Moral hätten. Ja, ist gut. Ja, verstanden. Grundmoral 121. Oh, ja, das heißt, wahrscheinlich muss ich dann mit irgendwie Schockkavallerie, ne, die Moral untergraben. Praxiteles, ja, mein Basileus mit 134 Grundmoral. Funny, jetzt schon, was hat, wobei, du, mit dem hast du einige Schlachten. Ja, der ist, das ist ein, warte, was, Stufe 4, Stufe 5 General, also das, ja, ist okay. Der darf das. Und der ist, was ist der für ein Rang? Ja, okay, aber er ist nur Einheiten Rang 3. Also, nur in Anführungsstrichen. Mhm. So. Ja, ist die Frage, ziehe ich euch jetzt direkt rüber oder warte ich damit noch? Weil ich meine, ich werde meine Armee hier, werde ich erstmal noch bisschen chillen lassen, weil die braucht noch 3 Runden, bis sie wieder vollständig verstärkt ist und ich habe keinen Bock, meinen General gegen Rom zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Aber komm, der kämpft bis er bei einer Einheit ist. Ja, das schon. Das Problem ist nur, ich will nicht, dass der General stirbt, weil das ist mein Basileus. Ja. So, deswegen. Ich glaube aber aus Sicherheitsgründen ziehe ich die jetzt trotzdem nach Apollonia. Also marschiert ihr, bis euch die Füße bluten, wie der schon so schön gesagt hatte gerade. Und genau. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt so Schönes? Sie kann immer noch nichts. Herakles Faust steht hier rum. Herakles Zorn ist jetzt in Apollonia. Zu euren Diensten. Und die Diener des Charon, das ist das denn für ein behinderter Name? ich
hab's mit Herakles. Herakles Speere. Hm. Speer schreibt man mit Doppel-E, ne? Ja. Okay. So, haben wir irgendein schönes Speersymbol dann? Die nächste Armee musst du Herakles. Herakles von drüben. Oder so. Herakles Nachbar. Genau. Oh Mann. Herakles Koch. Oh Gott. Ja, und dann die Armee mit den Helden Spartas werden dann Herakles Streiter. Hm. Mit denen will ich mich aber nicht streiten. Ja, oh die Gott. Sind halt, die werden dann gegen deine Kavallerie ein bisschen besser reinhauen. Weil ja, die Sperre, ja. Die Helden Spartas sind ja ziemlich stark gegen Kavallerie. Mhm. So. Ja, leider ist das. Dann. Ja, hervorragend. Ich bin jetzt überall grün, außer in Makedonien, und da wird's grün bald. Du bist grün hinter den Ohren. Ja, grün hinter den Ohren, hab einen grünen Daumen, alles wunderbar. So, na dann, kriegst du wieder den Löffel abgegeben. Ja. Arom? Die ziehen sich mit ihrer Armee aus Jada zurück? Ah, nee, sie tauschen einfach nur jetzt Armee, oder? Ja, nee, aber... Nee, das war eine zweite Armee, die noch da ist. Nee, da fährt jetzt ein Schiff rüber. Ja, aber das ist die dritte Legion, nicht die erste. Da war anscheinend ja, noch eine zweite Armee drüben. Ja, der hat einmal die belagert, dann hat er die hinten bei Gestia rumgeguckt sind und dann wieder zurückgezogen wurden, und jetzt sind die bei Segestia rumgeschnüffelt haben und dann wieder zurückgezogen wurden, sind gerade über Jada mit dem Schiff wieder zurück nach Burudingsdum, und die von Burudingsdum fahren mit dem Schiff rüber nach Jada. Burudingsdum. Er hat mir einen Hinterhalt gelegt. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Das heißt, ja, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal bekommt mein Wolfpack voll auf die Fresse. Geil, ich freue mich drauf. Ja, ich weiß, ich nicht. Gut, ja, bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.